Herzlich willkommen auch nochmal von mir zum Kaiserslauterer Open Online Kurs Digitalisierung, wie fange ich an? Mein Name ist Christiane Plosinnig, ich arbeite am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und bin auch Mitarbeiterin des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums. Kommen wir zum Blog Digitalisierung und Industrie 4.0. Was ist das eigentlich? Digitalisierung und Industrie 4.0 sind ja Begriffe, die überall rumfliegen und auch in aller Munde sind, aber viele Leute wissen noch gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Also wollen wir zuerst mal eine kleine Begriffsklärung vornehmen. Wir verstehen unter dem Begriff Industrie 4.0 die Weiterentwicklung der Produktions- und Arbeitswelt durch die Verknüpfung der realen und digitalen Welt. Die Basis dafür ist die sogenannte Digitalisierung. Darunter verstehen wir die digitale Vernetzung aller Unternehmensbereiche und entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, das Ziel ist es, dass man die gesamten Teilnehmer der Wertschöpfungskette auch tatsächlich miteinander vernetzt. Was auch noch dazu gehört, ist, dass man große Datenmengen, man nennt es auch Big Data, sammelt, auswertet und vermarktet. Ja, Industrie 4.0, wo kommt jetzt die 4 her? Wir zählen die industriellen Revolutionen von der ersten bis zur vierten industriellen Revolution. Angefangen hat es Ende des 18. Jahrhunderts mit der ersten industriellen Revolution. Charakteristisch für diese erste industrielle Revolution ist die Einführung des mechanischen Webstuhls und der Dampfmaschine. Die zweite industrielle Revolution kam dann Ende des 19. Jahrhunderts auf. Diese ist gekennzeichnet durch Massenproduktion und Industrialisierung und dem Aufkommen der Elektrotechnik. Die dritte industrielle Revolution brachte elektronische Steuerung und Computer in die Fabrik. Und jetzt sind wir bei der vierten industriellen Revolution, wo das Internet in die Fabrik kommt und cyberphysische Systeme. Das Internet der Dinge haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Das bedeutet nichts anderes, als dass jetzt nicht nur Computer miteinander vernetzt sind, sondern auch andere Dinge des täglichen Lebens. Man spricht manchmal auch vom Internet der Dinge und Dienste, weil die Services, also die Dienste, da auch noch mit dazugehören. Wie kann man nun das neue Paradigma beschreiben? Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass sich der Markt dahingehend verändert hat, dass er jetzt vom Kunden getrieben wird. Früher war oftmals das Ziel, billig, billiger, am billigsten zu werden. Und da dem wurden alle möglichen anderen Ziele untergeordnet. Heute hat der Kunde vermehrt andere Bedürfnisse. Er möchte individuelle Produkte, er möchte sie möglichst bequem von zu Hause aus bestellen und er möchte sie möglichst am nächsten Tag noch geliefert bekommen. Was auch noch damit verbunden ist, zumindest ist das die Hoffnung vieler Menschen, ist, dass man Teile der Produktion, die in Niedriglohnländer verlagert wurden, aus Kostengründen wieder zurückholen kann, sozusagen nach Hause. Und dass man entsprechend eine kundenindividuelle Massenproduktion anbieten kann, zum Preis der früheren Massenproduktion, die längere Lieferzeiten beinhaltet hat, während man jetzt kurze Lieferzeiten und eine lokale Produktion anbieten kann. Industrie 4.0 ist ein mehrdimensionales Phänomen. Oftmals wird nur das Phänomen der Technologie betrachtet. Das ist auch irgendwie verständlich, weil die Technologie nun mal das ist, was als allererstes ins Auge fällt. Das ist aber auch gefährlich, denn wenn man nur eine neue Technologie einführt, weil das jetzt gerade möglich ist, dann kann man unter Umständen sein Unternehmen mehr schaden als nutzen. Auf jeden Fall wird man das Unternehmen nicht gut für die Zukunft aufstellen. Besser ist es, da andersrum zu denken und von den Geschäftsmodellen her zu denken. Das heißt, welche neuen Geschäftsmodelle ergeben sich mit den neuen Technologien? Kann ich vielleicht den Kunden in den Produktionsprozess mit einbeziehen? Oder solche Dinge. Wir werden noch verschiedene andere Geschäftsmodellinnovationen sehen. Ganz wichtig ist es auch, an den Menschen und an die Organisation zu denken. Denn Soziologen sprechen vom Arbeitsplatz als einem soziotechnischen System. Das klingt jetzt kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Denn es bedeutet nichts anderes, als dass die Technologie nicht losgelöst vom Menschen funktionieren kann, sondern dass Mensch und Technologie eine Einheit bilden müssen. Und deshalb muss man an den Menschen auch mit immer denken. Stellen Sie sich vor, Sie führen eine neue Technologie ein und vergessen, an die Leute zu denken. Dann kann es zum Beispiel passieren, dass Sie gewachsene Prozesse zerstören und die Menschen mit den neuen Prozessen nicht zurechtkommen. Oder Sie lehnen die neuen Sachen gleich ganz ab, weil Sie Angst haben vor dem Arbeitsplatzverlust. Im Folgenden werden wir nun diese vier Dimensionen kurz anreißen und was sie für Veränderungen mit sich bringen.
Da ist einmal die Technologie als erste Dimension. Was man auf jeden Fall sehen kann im Moment schon und auch in Zukunft noch vermehrt sehen wird, ist, dass die Bedienung über Tablets und Smartphones funktionieren wird. Das heißt, man kann die Maschinen steuern nicht mehr über stationäre Bedienpanels, sondern man hat mobile Endgeräte zur Bedienung. Oder man hat gleich ganz neue Funktionalitäten, die als App für das mobile Endgerät angeboten werden. Da ist als Beispiel zu nennen die Sonolizer-App von dem Pumpenhersteller KSB. Die funktioniert so, dass man ein mobiles Endgerät an den Lüfter des Motors der Pumpe hält und sozusagen über den Lautsprecher des Smartphones dann die Betriebsgeräusche aufgenommen werden von dieser Pumpe. Die App analysiert dann, wie effizient die Pumpe läuft. Das kann ganz einfach innerhalb von 20 Sekunden geschehen. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz sogenannter Augmented Reality. Augmented Reality bedeutet nichts anderes, als dass man die realweltlichen Inhalte mit digitalen Inhalten überlagert, um zusätzliche Informationen anzuzeigen, wie zum Beispiel ein virtuelles Bedienhandbuch. Da ergeben sich ganz neue Vorteile, wie zum Beispiel, dass der Werker eine intuitive Anzeige direkt im Blickfeld hat und dass er ein System bedienen kann und mit ihm interagieren kann, ohne die Hände zu benutzen. Es ergibt sich auch die Möglichkeit, durch die neuen Technologien die Produkte ganz individuell zu gestalten. Das kann zum Beispiel, wie hier bei meinem Müsli der Fall, die Zusammensetzung des Produktes betreffen. Das heißt, hier kann der Kunde sich tatsächlich sein Müsli individuell zusammenstellen. Oder aber die Verpackung. Es gibt die Möglichkeit, kundenindividuelle Verpackungen in Losgröße 1 herzustellen, die direkt vom Kunden konfiguriert werden. Beim Thema Geschäftsmodelle gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten. Hier sollte man sich besonders gut Gedanken machen, welche Geschäftsmodellinnovationen bieten die neuen Technologien mir an. Da gibt es ganz verschiedene Gruppen. Wir schauen uns die wichtigsten jetzt hier mal an. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass man nicht mehr Produkte anbietet, sondern Dienstleistungen, also die Nutzung des Produktes. Wie zum Beispiel beim Hersteller von Flugzeugturbinen. Hier wird jetzt nicht mehr die Flugzeugturbine an sich verkauft, sondern die Inbetriebnahme, die Wartung und Instandhaltung und letztlich auch die Entsorgung der Turbine. Darum muss sich der Kunde jetzt nicht mehr kümmern. Er besitzt also nicht eine individuelle Turbine, sondern das Recht, eine Turbine störungsfrei in einem bestimmten Zeitraum zu nutzen. Ein anderes Geschäftsmodell wäre, als Vermittler Geld zu verdienen. Das Beispiel, was ich Ihnen hier präsentiere, ist etwas klein, aber das kennen Sie wahrscheinlich ohnehin, ist die Taxifirma Uber, die selbst überhaupt gar keine Taxis mehr betreibt, sondern als Vermittler für andere Taxifahrer fungiert. Eine andere Möglichkeit ist, durch Kooperation mit dem Kunden neue Angebote zu schaffen. Das hat zum Beispiel die Firma Colorat, die Wandfarben und Lacke individuell konfigurierbar vom Kunden anbietet, geschafft. Hier möchte ich gar nicht zu viele Worte verlieren, weil wir dieses Beispiel uns später noch im Detail anschauen werden. Und eine weitere Möglichkeit, nicht die letzte, aber eine der wichtigsten, ist es zu überlegen, wie kann ich die Produkte und Dienstleistungen, die ich ohnehin schon anbiete, mit digitalen Inhalten verbessern. Hier sind zum Beispiel Smartwatches zu nennen oder auch die Ausstattung von Kühlschränken mit Bildschirmen, die Zusatzinformationen wie zum Beispiel Rezepte anzeigen. Was macht das nun mit dem Menschen? Oftmals wird gedacht, der Mensch wird jetzt überflüssig. Ist denn das tatsächlich der Fall? Die Frage ist, wie wir die Digitalisierung gestalten. Wenn wir es geschickt machen, ist der Mensch nicht überflüssig. Man hat übrigens in den 80er Jahren schon mal gedacht, dass der Mensch jetzt überflüssig wird. Das nannte sich CIM, Computer Integrated Manufacturing. Die Fabrikhallen waren leer, die Menschen waren draußen und es hat nichts funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Weil es einfach viel zu aufwendig war, aufwendiger als der Nutzen, den es am Ende gebracht hat. Berühmt geworden ist die Halle 54 bei Volkswagen, eine Milliardenruine. Entsprechend hat man aus den Fehlern gelernt und versucht, nicht mehr den Menschen zu ersetzen. Denn der Mensch ist immer noch das flexibelste Rädchen im Produktionsgetriebe, wenn man so will. Das hat auch die Studie Arbeiten im Mittelstand 4.0 aus dem Jahr 2016 erkannt. Da ist zum Beispiel gesagt worden, dass gerade der Mittelstand auf seine qualifizierten Mitarbeiter auch in Zukunft nicht verzichten kann und nicht nur das, dass sie sozusagen das Rückgrat des Unternehmens bilden mit ihrer Erfahrung und ihrer Arbeitsbereitschaft.
Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Wir sollten nicht versuchen, den Menschen durch Technik zu ersetzen, sondern den Menschen durch Technik zu unterstützen. Was sich aber auf jeden Fall verändern wird, ist die Qualifikation, die später oder in Zukunft von den Mitarbeitern verlangt wird. Hier ist auch, jetzt sind auch die Ergebnisse einer Studie zu sehen, die noch gar nicht so lange her ist. Die wurde von der AKATEC durchgeführt und es kam heraus, dass vor allen Dingen interdisziplinäres Denken und Handeln in Zukunft gefordert sein werden und dass die Unternehmen außerdem Prozess-Know-how und Führungskompetenz bei ihren Mitarbeitern in Zukunft voraussetzen. Die anderen Punkte, die noch wichtig sind, sehen Sie hier auf der Folie. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass neben dem interdisziplinären Denken und Handeln das Technologie- und IT-Wissen sehr wichtig ist, sowie auch die Bereitschaft, digitale Inhalte zu erstellen und zu pflegen. Kommen wir zur letzten Dimension, das ist die Dimension Organisation. Hier lässt sich sagen, dass die Mitarbeiter in Zukunft nicht mehr feste Arbeiten haben werden, sondern häufiger wechselnde Arbeitsaufgaben, die auch mehr und mehr datengestützt sind. Man kann auch sagen, dass die Arbeits- und Entscheidungsprozesse zunehmend komplexer werden und weniger linear, also entlang der Linie, erfolgen. Allgemein führt das zu flacheren Hierarchien.